Großes Lob gab es für das vergangene Jahr von Innenminister Gerhard Kahner und Verteidigungsministerin Claudia Tanner im Rahmen einer Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion in Burgenland. Innenminister Kahner kündigt an, weitere Maßnahmen der Operation Fox im Südburgenland zu etablieren. Wir werden auch einen zusätzlichen Standort im Süden für Operation Fox eröffnen im Frühjahr dieses Jahres. Ja, das ist schon in Vorbereitung, das ist Heiligenkreuz. Dort wird diese Dienststelle etabliert. Das heißt, wir haben dann in Lanzenkirchen und in Heiligenkreuz eine Dienststelle von Operation Fox zweigeteilt, damit sie noch schlagkräftiger operieren können. Wir haben über die Zusammenarbeit mit Landespolizeidirektor Magister Martin Huber gesprochen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu erwähnen, wir haben voriges Jahr etwa 80.000 Aufgriffe gehabt und in diesem Jahr 29.000 Aufgriffe. Wir sprechen daher grundsätzlich nach wie vor von einer hohen Migrationsaufkommen. Aber man kann auch sagen, dass es große Erfolge oder einige Erfolge in diesem Jahr gegeben hat. Ich denke nur, die Verlagerung der Schlepperroute durch die Operation Fox hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir weniger Aufgriffe und Schlepper im Burgenland haben. Der zweite Punkt ist die Visapflicht für bestimmte Staatsangehörige in Serbien. Und der dritte Punkt ist natürlich die technische Ausrüstung der Polizei. Wir haben vorher 280 Schlepper aufgegriffen und das, muss man sagen, ist ein großer Erfolg. Weiters auch mit Militärkommandant Brigadier Magister Gernot Gasser. Tue Gutes und sprich darüber. Sowohl die Polizisten und Polizistinnen als auch die Soldaten und Soldatinnen machen einen ausgezeichneten Job. Der Erfolg lässt sich nicht abstreiten. Es ist aber wichtig, dass wir unsere Arbeit auch erklären, damit sie von Nicht-Experten auch verstanden wird und unsere Maßnahmen auch verstanden werden. Eine Evaluierung und Anpassung ist nichts Schlechtes, im Gegenteil. Der Einsatz orientiert sich immer an der Aufgriffslage, am Auftrag und an der Vorgangsweise der Schlepper. Und daher ist es für uns, sind wir immer gefordert, permanent unsere Gegenmaßnahmen an deren Vorgehen anzupassen. Und das machen wir und dabei sind wir sehr erfolgreich. Nun zeigen wir Ihnen die komplette Pressekonferenz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich ganz herzlich begrüßen zum heutigen Pressegespräch zum Thema Rückblick auf Maßnahmen, sicherheitspolizeiliche Maßnahmen gemeinsam zwischen Bundesheer und Polizei an der österreich-ungarischen Grenze. Ich darf dazu begrüßen die Frau Bundesministerin für Landesverteidigung Claudia Tanner, Herrn Bundesminister für Inneres Gerhard Karner, Bundespolizeidirektor Michael Takacs, Landespolizeidirektor für das Burgenland Martin Huber, den Herrn Abteilungsleiter aus dem Bundeskriminalamt für die Schleppereibekämpfung Gerald Tatzkern und den Militärkommandanten für das Burgenland Brigadier Gasser. Herr Innenminister, ich darf um Ihr Statement ersuchen. Wir haben zwei Mikrofone, das zweite funktioniert, ein kleiner Test. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem Pressegespräch. Sehr geehrte Frau Bundesminister, Herr Militärkommandant, Herr General, Herr Landespolizeidirektor, Brigadier Tatzkern, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt zwei wesentliche Gründe, warum wir heute hier zu diesem kurzen Pressegespräch auch gebeten haben und warum wir beide, auch die Frau Verteidigungsministerin und ich, heute da sind, weil wir einerseits Danke sagen wollen und wir werden im Anschluss im Schloss Esterhazy gemeinsam, heute ist Veranstalter die Landespolizeidirektion Burgenland, gemeinsam die Weihnachtsfeier abhalten, wo wir Danke sagen wollen bei unseren Polizistinnen und Polizisten, aber vor allem auch bei unseren Soldatinnen und Soldaten. Und zweitens, wir wollen jetzt auch nutzen die Zeit, um kurz auch Bilanz zu legen. Was ist gerade in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, in diesem Jahr passiert? Was wurde hier an der Grenze an Arbeit geleistet? Insbesondere hier im Bundesland Burgenland, wo die Herausforderungen in den letzten Jahren ganz besonders intensiv auch immer waren. Und wenn ich gesagt habe, dass wir Danke sagen wollen, dann möchte ich mit meinem Dank beginnen bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei der Polizei, Herr Landespolizeidirektor, Ihnen und Ihrem gesamten Team und gemeinsam mit dem Herrn General ein Danke sagen für das, was hier geleistet wurde in diesem Jahr. Ich bedanke mich ganz besonders, Herr Militärkommandant, bei den Soldatinnen und Soldaten für die Assistenz, die in guter Abstimmung, in guter gemeinsamer Art und Weise auch immer wieder vollzogen wird, wo wir gemeinsam
die Sicherheit der Menschen im Auge haben. Ich bedanke mich auch bei den ungarischen Kolleginnen und Kollegen, die heute auch da sind, auch ein bewusstes, gutes Zeichen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei der Landesregierung im Burgenland bedanken, Bund, Land, Gemeinden, Polizei, Bundesheer, international. Diese Zusammenarbeit ist gerade in diesem schwierigen Kampf gegen die international agierende Schlepperkriminalität so wichtig und unbedingt notwendig. Daher allen ein großes Dankeschön von meiner Seite. Ich darf kurz darauf eingehen, wie wir strategisch die Maßnahmen eingesetzt haben oder wo wir Schwerpunkte gesetzt haben. Und das sind, was die polizeiliche Arbeit betrifft, im Wesentlichen vier Bereiche. Das sind die internationalen Grenzpunktkontrollen, internationale Grenzraumkontrollen, dann haben wir nationale Grenzpunktkontrollen und nationale Grenzraumkontrollen. Hört sich sehr kompliziert an, ist aber relativ einfach erklärt. Internationale Grenzpunktkontrollen sind jene Kolleginnen und Kollegen, Polizisten, die bereits außerhalb Österreichs direkt im Grenzeinsatz sind. Der bekannteste derartige Grenzeinsatz ist an der Grenze zwischen Ungarn und Serbien. Wir sind aber auch beispielsweise Serbien-Nordmazedonien und Nordmazedonien-Griechenland im Einsatz, um hier eben das Sicherheitsnetz dichter zu machen im Kampf gegen illegale Migration, im Kampf gegen Schlepper. Und es sind ungefähr 120 Kolleginnen und Kollegen, Polizisten hier im Einsatz. Der zweite Bereich ist die internationale Grenzraumkontrolle, ein ganz wichtiger Punkt auf ungarischem Staatsgebiet, nämlich die sogenannte Operation Fox, wo wir auch schon Bilanz gezogen haben, hier von General Takac ins Leben gerufen, vor rund einem Jahr, gemeinsam mit den ungarischen Behörden, mit den ungarischen Polizeiverantwortlichen, was höchst effektiv ist, bereits im Vorfeld vor österreichischem Staatsgebiet hier die Schlepper dingfest zu machen. Dann haben wir nationale Grenzpunktkontrollen, die wir zuletzt deutlich erweitert haben. Sie wissen das, wir haben seit längerer Zeit Grenzkontrollen Richtung Ungarn und Richtung Slowenien, haben aber auch zuletzt Grenzkontrollen, um eben die Lücke zu schließen, Richtung Slowakei und Tschechien eingeführt, mit dem klaren Ziel, nicht Pendler zu ärgern, sondern Schlepper zu erwischen. Ich möchte das auch an dieser Stelle noch einmal klar sagen. Warum haben wir Richtung Tschechien und Slowakei auch die Grenzpunktkontrollen eingeführt? Weil auch von Deutschland Richtung Tschechien, von Deutschland Richtung Polen kontrolliert wurde, auch von Tschechien Richtung Slowakei, um hier einfach zu verhindern, dass Schlepper sich Ausweichrouten suchen und dann wieder Österreich über Gebühr belastet wird. Insgesamt haben wir derzeit in 11 von 27 EU-Mitgliedstaaten sogenannte Binnengrenzkontrollen. Das heißt, 70% der Bevölkerung innerhalb der Europäischen Union hat derzeit Binnengrenzkontrollen. Das heißt, dieses System funktioniert eben derzeit nicht, das sogenannte Schengen-System. Daher ist es einfach notwendig, diese Binnengrenzkontrollen durchzuführen. Und der vierte Bereich sind die nationalen Grenzraumkontrollen. Das ist die sogenannte Schleierfahndung, wo wir auch gemischte Streifen mit Zügen, aber auch gemeinsam mit italienischen Polizisten hier an der Grenze im Einsatz sind. Ergebnis daraus, wir haben heuer 660 Schlepper festgenommen, davon 282 im Burgenland und vor allem das Wichtigste ist, wir haben damit mit diesen Maßnahmen, und es kommen weitere dazu, wie schnelle Verfahren, auch internationale Maßnahmen, es geschafft, dass wir die Asylanträge deutlich gesenkt haben und auch die Aufgriffe deutlich zurückgegangen sind, weil eben Schlepper die Routen geändert haben, weil wir durch diese Maßnahmen die Schlepperrouten gestört haben und sie jetzt anderswertig unterwegs sind. Also 660 Schlepper österreichweit, davon 282 im Burgenland. Eine Zahl, und nochmal, ich möchte das an dieser Stelle ausdrücklich noch einmal sagen, wir sind nach wie vor bei den Asylanträgen als auch bei den Aufgriffen auf einem hohen Niveau. Aber Faktum ist auch, wir konnten die Zahlen deutlich reduzieren, das ist mir so wichtig, weil das harte Arbeit der Polizei und der Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres ist, dass wir diese Erfolge einfahren können. Und nur, wenn wir uns folgende Zahl verdeutlichen, dann zeigt das, wie gut das auch funktioniert hat. Allein im November letzten Jahres wurden im Burgenland 8.982
aufgegriffen. Burgenland, November 2022. 8.982. Also fast 9.000. Heuer im Burgenland im November, selbe Jahreszeit, selber Monat, 84 Personen, die aufgegriffen wurden. Ich möchte dies an dieser Stelle unterstreichen, dass hier offensichtlich die Polizei, die Maßnahmen, die die Polizei ergriffen hat, richtig waren, weil wir einfach, weil es einfach gelungen ist, die Schlepper massiv bei ihrem Geschäft zu stören. Wir werden auf diesem Weg fortsetzen, ganz konsequent. Wir wollen nichts beschönigen, nichts schlechtreden. Um das geht es nicht. Es geht darum, dass Schlepperei-Bekämpfung, dass Grenzkontrollen harte Arbeit ist. 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Da braucht es viel Kapazität durch die Polizei und eben auch durch Assistenz durch das Bundesministerium für Landesverteidigung. Danke dir, Frau Bundesminister, und allen Soldatinnen und Soldaten, dass wir das in guter, enger Abstimmung tun, damit wir das Handwerk der Schlepper zerstören. Und wir werden in dieser Richtung einige weitere Akzente setzen. Operation Fox als Beispiel wird auch personell aufgerüstet. Wir werden auch einen zusätzlichen Standort im Süden für Operation Fox eröffnen im Frühjahr dieses Jahres. Also weitere intensive, harte Arbeit um diesen eingeschlagenen Weg. Das ist unser gemeinsames großes Ziel im Sinne der Sicherheit der Bevölkerung, die gerade hier im Burgenland, gerade im letzten Jahr und auch heuer besonders betroffen war, dass wir diese Entlastung auch gemeinsam schaffen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Innenminister, für Ihre Ausführungen. Ich ersuche nun die Frau Landesverteidigungsministerin um Ihr Statement. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Bundesminister, Herr General, Herr Militärkommandant, Herr Landespolizeidirektor, Herr Tatzkern, sehr geehrte Damen und Herren. Wenige Tage vor Weihnachten und vor einem zu Ende gehenden Jahr stellen wir eines fest, dass das sicherheitspolitische globale Gefüge auch im zu Ende gehenden Jahr weiter erschüttert worden ist und wir unglaublich gefordert sind. Und da spreche ich nicht nur von dem, was uns die letzten Jahre bewegt hat, wo wir zusammenarbeiten mussten, die Polizei und das Bundesheer, von der Pandemie beginnend über den russischen Angriffskrieg, zuletzt im Oktober die Eskalation des Nahostkonfliktes. Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Das sind unglaublich tiefe Einschnitte, die wir erleben müssen. Ich sage müssen, weil wir auch sehen, dass die Lage im Nahen Osten sich zusehends zuspitzt und die israelischen Streitkräfte ihre Operation gegen die Hamas im Gazastreifen ungehindert fortführen. Was heißt all das? Das heißt, dass am Ende des Tages diese Geschehnisse zu einer Zunahme von geopolitischen Spannungen führen, ohne Zweifel, aber auch eine Folge der drastischen Verschlechterung des sicherheitspolitischen Umfeldes Europas und damit auch für uns in Österreich und auch hier im Burgenland darstellen. Nicht zuletzt ein Blick auf den Westbalkan zeigt das ganz deutlich. Ich war letzte Woche dort und habe unsere Kontingente auch besucht. Das zeigt, dass immer wieder Krisenherde auch neu aufflammen. Warum stelle ich das an den Beginn meiner Ausführungen? Weil wir sehen, dass diese geopolitischen und sozialen Konflikte, Klimawandel, Armut, was auch immer, das alles stellt Push-Faktoren dar, die die Migrationsbewegungen immens fördern. Umso wichtiger ist es, und danke ich auch für diese Zusammenarbeit. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Grenzen vor irregulärer Migration umso intensiver und es wurde angesprochen, auch engmaschiger schützen müssen. Die diesjährigen Aufgriffe, der Herr Bundesminister hat das angesprochen, die sind deutlich weniger geworden, aber sie sind nach wie vor und eindeutig auch ein Zeichen dafür, dass die Arbeit unserer Kräfte wirkt. Unserer Kräfte, der Polizei und der unserer Soldatinnen und Soldaten. Daten, wenn es darum geht, der irregulären Migration die Stirn zu bieten. Wir machen das als österreichisches Bundesheer seit dem Jahr 2015 sehr intensiv mit unseren Soldatinnen und Soldaten, wo immer wir an den Grenzen gebraucht werden. Dieses Phänomen der Migration der Irregulären ist nicht nur ein österreichisches, sondern ein gesamteuropäisches Problem. Und so wie in vielen anderen Bereichen können wir nur gemeinsam diesen Herausforderungen auch begegnen.
Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sind es aktuell 450 Soldatinnen und Soldaten, die allein im Burgenland hier in Zusammenarbeit mit den Polizisten und Polizistinnen im sicherheitspolizeilichen Einsatz Migration stehen. Österreichweit sind es insgesamt 710 Soldaten, denn in der Steiermark, in Kärnten und in Tirol haben wir diese ebenfalls vor Ort. Dazu kommt, aber das wissen Sie auch noch, der sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsatz Raum- und Objektschutz in Wien, der auch unabdingbar notwendig geworden ist, nicht zuletzt zu dem Zeitpunkt, wo wir die Terrorwarnstufe auch anheben mussten. Beeindruckend sind die Zahlen, wenn man sich das Jahr 2023 anschaut. Österreichweit haben unsere Soldatinnen und Soldaten 336.671 Manntage im Rahmen des Assistenzeinsatzes geleistet. Wenn wir das jetzt auf das Burgenland herunterbrechen, dann sind das etwa 210.000 Manntage. Und ich glaube, Herr Militärkommandant, Herr Landespolizeidirektor, stellvertretend für all diejenigen, die bei jedem Wind und Wetter, sei es von der Polizei oder vom Bundesheer, hier im Einsatz stehen, um unser Land zu schützen, denen kann man nicht genug Danke sagen, so wie wir das gemeinsam, Herr Bundesminister, dann auch tun werden. Denn auch all diejenigen, die mit der Vorbereitung von diesen Einsätzen beschäftigt sind, dass diese auch gesetzeskonform ablaufen. Auch die Einsätze in den verschiedensten Stäben sind entsprechend zu würdigen. Ich bedanke mich beim Herrn Innenminister, beim Herrn Landespolizeidirektor, bei dir, Herr General, und natürlich beim Herrn Militärkommandanten dafür, wie diese Einsätze perfekt auch funktionieren und immer auch dann funktionieren, wenn sie evaluiert werden, denn das ist auch notwendig, damit wir noch rascher und effektiver auf entsprechende Lageentwicklungen auch reagieren können. Denn so wie die Schlepper ihre Routen anpassen, so müssen wir dieses dann auch tun, unsere Kontrollpunkte auch laufend adaptieren und optimieren. Und das tun wir gemeinsam. Und darauf soll die Betonung auch heute liegen. Die Sicherheit für die Bevölkerung vom Neusiedlersee bis zum Bodensee, das ist und bleibt für uns, für das österreichische Bundesheer und natürlich für die Polizei an erster Stelle die oberste Priorität. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bundesminister Claudia Thal.